Oma, warum magst du die Grünen jetzt nicht mehr? Weil sie gegen den NICAP sind. Also dafür, die sind dafür, dass der NICAP getragen, das ist diese Ganzkörperverkleidung, wo nur ein Schlitz für die Augen da ist. Und wieso darf man das nicht? Also was findest du daran so schlimm? Das gehört nicht hierher. Das ist eine islamisch bekloppte Einrichtung. Das müssen wir doch nicht zulassen. Die gehen mit diesen Dingern sogar in die Bäder, sagt Julia. Den ganzen Dreck von der Straße, den tragen, schleifen die mit und dann gehen die in die Bäder, diese Schweine. Aber und die Krankheiten, die sie uns bringen, auch noch, weil sie nicht hygienisch sind. Waschen dich doch nicht. Ja, aber es kann sich doch jeder so anziehen, wie er will, oder nicht? Nein, wir sind eine offene Gesellschaft. Und guck mal, wenn wir eine offene Gesellschaft sind, dann kann doch jeder das anziehen, was er anziehen will. Pass auf, weißt du, wie die argumentiert haben? Wenn man spricht, man tut sich ja auch durch Mimik, durch Gestik bei. Und unter diesem ganzen Schleier kannst du überhaupt nicht sehen, was der andere denkt, was der andere fühlt. Du verstehst ihn ja nicht mal. Der Mund ist ja auch verhüllt. Das ist nur, damit die nicht irgendwo gegenlaufen, diese Idioten, haben die so einen Schlitz für die Augen. Weißt du? Kommen wir dahin. Und du hast gesagt, nicht mal im Mittelalter haben wir das gemacht? Nee, haben sie nicht. Nein. Unsere Frauen haben sogar, waren dekolletiert im Mittelalter, die durften sonst was. Aber kein Niqab. Niqab ist nichts Europäisches. Und wir haben eine christlich-europäische Kultur, auf der wir basieren. Wir haben noch keine Alis und keine Ahmeds und sonst was. Wir sind eine Freiheit. Sind wir Mehmeds? Wie? Sind wir Mehmeds? Bitte? Sind wir Mehmeds? Mehmed, wenn ich das schon höre. Also, aber Mehmet hat keinen Niqab, ne? Nein, das sind die Frauen, die so blöd rumlaufen, weil die vor ihren idiotischen Männern Angst haben. Schon alleine das ist doch schon eine Katastrophe. Ja. Windig. Aber wieso dürfen die denn nicht anziehen, was sie anziehen wollen? Ist doch deren Entscheidung, oder nicht? Das passt aber nicht in unsere... Das hat was mit der Gesinnung zu tun. Und diese Gesinnung ist primitiv, verklemmt, rückständig. Wir sind eine nach vorwärts schauende Gesellschaft. Mhm. Weißt du? So weit kommt es nicht. Ich verstehe sowas. Und wir als jungen Leute, ja, und deshalb finde ich die Grünen hier bei uns doof, weil die das abgelehnt haben. Die anderen wollten, dass der hier in Hamburg, kaufen sie da jetzt ändert der Rabe das Gesetz für die Schulkleidung in Hamburg. Und